Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Heute mit dem Tots von Anthony Modest. Wahrscheinlich das geilste Dynamic Pick, das es gibt in dem Spiel. Mit der Kappe schaut schon sehr, sehr nice aus. Ein 87 groß, also ein eher größerer Spieler. Hoch, gering, also Arbeitsrate, starker Fuß rechts, 4 Sterne Spezialbewegung, 4 Sterne schwacher Fuß. Franzose, damit gute Linkmöglichkeiten auch in andere Ligen gegeben, spielt in der Bundesliga beim FC Köln. Ich habe ihm einen Engine gegeben, damit getarnt hat auf 96, Sprintgeschwindigkeit auf 97. Hat geile Schusswerte mit 95 Stellungsspiel, 96 Abschluss, 95 Schusskraft, 91 Weitschuss, 93 Volleys, 93 Elfmeter, schaut schon sehr, sehr gut aus. Auch das Passspiel für den Stürmer eigentlich sehr, sehr gut. Übersicht geht auf 87, Flanken auf 91, dazu der kurze Pass auf 93, der lange auf 83, Effekt geht auf 99, auch das sehr gut. Beweglichkeit für so eine Größe dann auch eigentlich sehr brauchbar, geht auf 93, 99 Balance, 97 Reaktion, 91 Ballkontrolle, 98 Dribbling und 94 Ruhe. Sind sehr gute Werte, die er da mal auf der Karte hat. Hoffentlich fühlt sich das Ingame auch so an. Hat 63 defensives Bewusstsein, keine Ahnung, ob uns das so viel helfen wird. Dafür guten Kopfball, gute Sprungkraft, 88 Ausdauer, 97 Stärke und 85 Aggressivität. Wird hoffentlich einiges vorne wegschieben und den Power-Kopfball als Trade. Und ich habe mir gedacht, wir spielen heute mal in der Weekend League ein paar Games mit diesem Team. Wir haben auf der einen Seite komplett Liverpool, im Tor auch mit Alisson. Und auf der anderen Seite Bundesliga, da haben wir den Thomas Müller. Den teste ich heute mal mit Hunter, da wird es auf jeden Fall noch ein Video über den geben. Jonas Hector als defensive 6, bin ich sehr gespannt. Und den neuen Süle und Raum. Und dann würde ich sagen, wir starten rein und testen Anthony Modest. So, schauen wir uns da mal ein bisschen die Beweglichkeit von Modest an. Ja, es wirkt für seine Körpergröße schon sehr gut eigentlich. Ja, jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt habe ich einfach alles gesehen. Ja, Modest, zieh durch. Wir ballern einfach mal drauf. Ja, abseits oder nicht. Wir schießen wieder. Ah, dieser Van der Sar. Ja, schade. Da kommt er leider nicht hin mit dem Kopf. Ja, Modest. Ja, den hat er sich leider zu lange mitgenommen. Schade. Modest. Oi, 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 oi. Okay, gut. Modest, weiß ich nicht, ob er den bekommen hätte, dass das den Elfmeter gibt. Ich hätte halt gern den Vorteil gesehen. So, Modest hat 93 Elfmeter. Ja, mach mal ein Elfmeter-Tor zumindest mit Modest. Ja, Modest, guter Lauf. Yes, jetzt macht er den. Jetzt macht er den. Das Dribbling war eigentlich stark da jetzt von Modest. Schade, die Beweglichkeit wieder gut aus der Drehung. Ja, da hätte ich mir jetzt gewünscht, dass Modest vorgegangen wäre nach dem Pass auf Müller. Aber Beweglichkeit eigentlich sehr gut von Modest. Ja, schade, ich weiß nicht, seine Laufwege manchmal schon sehr zurückhaltend, sagen wir es mal so, bisher. Ja, gut, jetzt von Modest, gut, gut, gut. Ja, komm jetzt. Let's go, Vorlage von Modest. Wo ist Modest? Wo ist Modest, Alter? Warum ist mein einziger Stürmer nicht vorne? Modest, komm, setz dich durch. Ja, dieser ist halt kein schlechter. Yes, yes, yes. Da hat er nicht damit gerechnet, dass ich das so mache. Glücklich dann auch noch. Ja, da ist mal der Modest. Powerheader, kann man glaube ich nicht sagen. Ein Kopfball. Ja, super von Modest. Super, schön. Und das verstehe ich nicht. Warum ist da Modest immer so weit hinten? Eieiei.
Ein schöner Lauf von Modest, zieh mal ab. Yes, satter Strahl. Triple Pack, glaube ich, oder? Ja, Modest, gefühlvoll auf Jota. Oh, Freistoß rausgeholt. War gut durchgesetzt von Modest. Der Pass war schlecht von mir. Oh, Müller auf Modest. Schade, dass der den da nicht bekommt. Also, dass er den nicht macht, das ist halt echt bitter. Ich hätte Kopfball machen sollen, ich wollte es zu schön machen. Also da hat es, ich verstehe das nicht, warum er da nicht vorgeht, der Modest. Von alleine. Modest holt sich den Ball für seine drei Tore, nice. Modest, Modest. Oh, Modest, was machst du? Oh, schade, Modest kommt ran. Ja, da geht der Raumdeuter. Ah, zu spät. Ja, schön von Modest. Also das in dem Spiel läuft schon wieder alles rückwärts. Dann hätte wieder dieser Goldtorhüter fast gehalten, Alter. Ja, am Ende siegt er doch noch Modest. Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Mit der Flanke leider nicht. Yes! Yes! Ja! Modest! Es war nicht so geil von Modest, wie er da vorgelaufen ist. Schön, 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 schön. Die Vorlage von Modest. Gut, 7 Spiele habe ich mit Modest gemacht, wobei ich glaube, ich weiß nicht, ob man mehr als 2 Spiele über die volle Länge gegangen sind. Da waren einige Ragequits dabei. Ich bin auch zweimal selbst rausgequittert, wie ich 3:0 hinten lag. Da ist mir einfach meine Zeit zu schade. Und muss sagen, die Karte ist sehr, sehr geil. Das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist, was mich persönlich ein bisschen gestört hat, ist, dass sich es nicht anfühlt wie eine hochgeringe Arbeitsrate. Also der ist immer sehr weit hinten, obwohl er mein einziger Stürmer ist, mit Anweisung abüberlaufen, waren trotzdem oft die Flügelspieler, in dem Fall Diego Jota oder Roberto Firmino vor ihm. Also das fand ich ein bisschen komisch auf der Karte, aber ja, ist mein Eindruck da jetzt mal. Ansonsten geile Karte, das Tempo hat sich super angefühlt, der Schuss ist ein Hammer eigentlich, also das ist eine ordentliche Rakete, die der da hat. Das Dribbling fühlt sich super gut an, das Passspiel, das kann er auch und Stärke war auch gut, hat sich immer wieder gut durchgesetzt. Er hat jetzt in 7 Spielen, wo wir wahrscheinlich 2 über die volle Distanz gegangen sind, 10 Torbeteiligungen, das ist absolut stabil auch, also der hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Also 2 Spiele waren auf jeden Fall dabei, wo ich 3:0 hinten war, die kann man da mal abrechnen, da hat er kein Tor gemacht, da ging einfach gar nichts, also muss sagen, die Karte ist super nice, also wer den einbauen kann als Franzose, sollte es sowieso wahrscheinlich nicht so schwer sein mit Bundesliga. Also sehr, sehr geile Karte. Spielt sich wirklich gut, körperlich gut, Dribbling ist gut, Schuss ist gut, Tempo ist Hammer. Also Hammer ist, könnte ein bisschen schneller noch sein, aber das Tempo ist absolut gut. Da kann man nichts sagen und ja, es gibt eigentlich nichts Schlechtes über den zu sagen. Bis auf, wie gesagt, den Fakt, den ich bei mir bemerkt habe. Vielleicht ist das bei euch dann wieder auch anders, dass er nicht so den krassen Weg zum Tor immer gesucht hat, sondern oft einfach so abwartend war. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne den Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, gerne auf den Socials vorbeischauen. Die sind unten verlinkt. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für euren Support. Ciao, ciao.